Hallo, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen zu meinem kleinen Tutorial. Ich möchte euch heute hier und jetzt zeigen, wie man bei Facebook ein kleines Video. Hallo, ihr Lieben da draußen. Ich möchte euch heute und jetzt zeigen, wie man ein kleines Video von Facebook sich auf seine Festplatte downloadet. Ihr kennt das ja auch. Oh, ich sehe ein schönes Video bei Facebook. Das möchte ich gerne haben. Aber ich weiß nicht, wie ich es mir downloaden kann. Wenn ich draufklicke, funktioniert es ja nicht. Das will ich euch heute mal und hier jetzt kurz zeigen. Dazu gehe ich mal auf meine Facebook-Seite. Und hier sehe ich schon so ein schönes kleines Video, Titel, das lacht mich an und das möchte ich auch gern haben, weil mir das so gut gefällt. So niedlich und so schön. Wie lade ich mir das jetzt runter? Das ist jetzt die große Frage. Also, das geht also ganz einfach. Ich klicke drauf, mache die rechte Maustaste. Dann kommt so ein schönes Bild, das steht dann da, Show View URL, da klicke ich drauf, dann gehe ich wieder so hoch mit meiner rechten Maustaste, kopieren, dann suche ich mir die Seite, habe ich schon mal vorbereitet, downweeds.net. Hier oben steht downweeds.net. Die suche ich mir. Dann nehme ich mir das, was ich eben kopiert habe. Gehe da drauf. Füge das hier ein. Rechte Maustaste. Einfügen. Download. Ja, dann kommt meistens noch so ein Pop-up-Fenster. Das muss ich ignorieren. Am besten irgendwo ins Leere klicken, dann geht das weg. Dann lädt das hier, sieht man ja, und dann ist es eigentlich schon hier da. Jetzt gehe ich unten auf den Download-Button, wieder mit der rechten Maustaste, Ziel speichern unter, ja, und dann suche ich mir das auf meiner Festplatte, nenne das mal Didel. Didel. Es hat schon mal geladen, deswegen ist es schon mal da, nehmen wir mal Didel 2. Mit einem D. Didel. So. Und speichern. Jetzt habe ich das hier auf meinem Festplatte in meinen Ordner Bilder bzw. Videos gespeichert. Dann gehe ich hier drauf, suche mir den Ordner Videos und hier habe ich meine Didelmaus. Wenn ich das hier so anklicke, öffnet sich mein Flash-Player und ich kann es ganz normal abspielen. Schön ist es natürlich jetzt, wenn ich das jetzt einmal habe, dass ich das dann auch vielleicht per WhatsApp verschicken kann. Und das will ich euch jetzt auch noch mal kurz zeigen. Ich gehe ganz normal in mein Gmail-Konto. Hier, Gmail-Konto. Da gehe ich jetzt mal auf E-Mail schreiben und dann werde ich mir das an meine Gmail-Adresse schicken. Gabi.lind, ich habe mehrere, nämlich die. Die habe ich an mein Handy eingerichtet. Dann schreibe ich mein Video. Und dann habe ich hier die Klammernadel. Dann nehme ich das Klammernadel. Das muss ich jetzt mal so machen. Genau. Dann öffnet sich hier mein Video. Beziehungsweise, wenn sich es nicht öffnet, dann sucht man das halt in den Suchbegriff Videomusik Download. Und das ist hier im Video drin. Dann nehme ich den Anhang. Dann gehe ich auf Öffnen. Und hier unten sieht man schon, wie sich's lädt, hochlädt. Ja. Lädt es. So.
Dann gehe ich auf Senden. Und dann habe ich mir das gerade an meine eigene E-Mail-Adresse vom Handy geschickt. Jetzt gucke ich beim Handy. Ups, es hat schon gerade gepiepst. Und somit ist die E-Mail da. Dann gehe ich auf Download und dann liegt das Video in meinem Bilderordner. Dann kann ich das ganz normal als WhatsApp verschicken. So einfach ist das.